Das multikulturelle Projekt Zusammennähen trägt seit 2009 beispielhaft dazu bei, Frauen mit Migrationshintergrund mit der deutschen Sprache vertrauter zu machen, Hemmschwellen abzubauen und die Kommunikation zu verbessern. Entwerfen, umsetzen, verändern. Die Philosophie des Projektes Zusammennähen. Frauen verschiedener Herkunft kommen miteinander ins Gespräch und lernen oder verbessern ihre Fähigkeiten im Umgang mit Nadel und Faden. Die Idee kam aus dem Kindergarten Traumland. Und zwar hatten da Eltern gesagt, dass sie gerne gemeinsam nähen würden, deutsche und türkische Mütter. Ja, und dann wurde jemand gesucht, der halt eben das machen könnte, Nähkurse macht. Ich mache seit Jahren Nähkurse und bekam dann den Anruf halt eben, ob ich das auch hier machen würde und ob ich türkisch sprechen würde. Und ich dachte, oh Gott, nein. Türkisch? Nee. Ich sage, nee, tut mir leid, türkisch nicht. Dann sind Sie die Richtige. Ich sage, wie? Ja, sagt, es geht uns darum, dass Sie mit den Nähern und dass die türkischen Frauen wirklich Deutsch sprechen. Die sollen lernen zu nähen oder lernen Deutsch zu sprechen, indem sie nähen. Ja, und das machen wir jetzt seit 4 Jahren. Das macht unheimlich Spaß. Es werden Ideen entwickelt, für jeden speziell, wie er es haben möchte. Das machen wir alles gemeinsam dann hier. Heute treffen sich wieder rund ein Dutzend Hobbynäherinnen unterschiedlicher Nationalitäten zu einer langen Nacht des Nähens. Jetzt sind wir hier beim Mitternachtsnähen. Ja, das sind nicht unbedingt die Kursteilnehmer, die sonst in der Woche da sind. Das sind Leute, die in der Woche auch nicht können, die halt eben dann einmal so einen Sondertermin halt nutzen können zum Nähen. Und auch da ist es jetzt wieder so, jeder kann machen, was er will. Wir haben, wie Sie sehen, Anfänger dabei, die wirklich ganz neu anfangen, die wirklich jetzt erstmal den Führerschein an der Nähmaschine machen. Und wir haben auch schon welche dabei, die schon lange dabei sind und viel nähen und die halt eben sich hier einfach nur Tipps holen wollen, noch ein bisschen was ausfeilen wollen, mal hier und da was Neues hören wollen. Und so sitzen wir jetzt hier von 18 bis 23, meistens wird es 24 Uhr, ehe dann Schluss ist, sitzen wir hier und machen gemeinsam Dinge, entwickeln die und es macht unheimlich viel Spaß. Gegenseitige Hilfe, Kenntnisse und Fertigkeiten austauschen, Integration leben. Das ist es, was die Frauen mit Migrationshintergrund unter anderem an diesem Projekt schätzen. Ich bin sehr froh, dass meine Eltern aus Persien mit uns vor Jahren ausgewandert sind. Somit hatte ich die Möglichkeit, mich hier zu integrieren, immer wieder was Neues, Kreatives dazuzulernen. Und die Grundschule habe ich in Deutschland besucht, mein Abitur habe ich gemacht, sowohl ein Studium erfolgreich absolviert. Und heute mit meinen 35 Jahren, wie Sie sehen, sitze ich hier und versuche, mir das Nähen beizubringen. Ich bin hier geboren, aufgewachsen. Meine Eltern sind türkischer Abstammung. Was ich toll an diesem Nähkurs finde, ist, man lernt halt nicht nur das Nähen, sondern wir haben sehr viele türkische Damen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind und lernen hier in diesem sozialen Feld neue Freunde kennen, neue Bekanntschaften und auch die deutsche Sprache zu erlernen. Sie werden bestärkt und auch im Praktischen, dass sie es reden können und trauen sich dann auch mehr draußen die Sprache anzuwenden. Und das finde ich halt sehr toll an diesem Nähkurs. Man lernt halt nicht nur eins, sondern mehrere Sachen. Der Name des Projektes Zusammennähen ist schon lange nicht mehr nur die Bezeichnung dieses Kurses. Längst ist er auch ein Label für die schicken und hochwertigen Waren der engagierten Frauen. Kreatives Interesse und handwerkliches Geschick verbinden die Kursteilnehmerinnen. Kompetenzen und Ressourcen werden aufgegriffen, sichtbar gemacht und weiterentwickelt. Für diese Idee und deren Umsetzung gab es 2013 die erste Auszeichnung. Im vergangenen Jahr haben wir den Integrationspreis der Sparkasse bekommen. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Da ging es halt darum, dass ausländische Mitbürger integriert werden, sprachlich und auch gesellschaftlich. Das haben wir hier sehr schön gemacht, das macht auch unheimlich Spaß. Und ja, da gab es ein Preisgeld und von diesem Preisgeld haben wir uns diese tolle Maschine angeschafft. Das ist eine Stickmaschine und da freut sich immer jeder der Kursteilnehmer, wenn er daran arbeiten darf und was Schönes für sich machen kann. Die Heimat des Projektes befindet sich im Familienzentrum Traumland auf der Sophiastraße in Hückelhofen. Eine Einrichtung, die eine Menge zu bieten hat.
Ja, der Unterschied zwischen einem Kindergarten und einem Familienzentrum besteht halt darin, dass ein Familienzentrum viel mehr Angebote macht, auch für das nähere Umfeld und fürs Wohnquartier, sodass auch Menschen, die im Moment nicht ihre Kinder in den Kindergarten bringen, an Angeboten teilnehmen können. Unsere Angebote sind zum Beispiel, wie heute, zusammen nähen. Wir haben aber auch ein Angebot, das heißt zusammen trommeln. Da kommen Damen aus der näheren Umgebung und trommeln hier. Ja, und unsere neuesten Projekte sind Bewegung, weil wir ein anerkannter Bewegungskindergarten sind, haben wir zum Beispiel Programme für Eltern, Mütter, Pilates, aber auch gemeinsame Projekte mit Kindern, Mutter-Kind-Turnen, Eltern-Kind-Turnen. Und da können auch Menschen daran teilnehmen, die eben nicht ihre Kinder in unseren Kindergarten bringen. Und das unterscheidet zum großen Teil ein Familienzentrum von einem Kindergarten.